Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man das Wandelröschen am besten vermehren kann. Am besten klappt es über die Stecklingsvermehrung. Der beste Zeitpunkt dazu ist auch das Frühjahr. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man hier einen Steckling schneidet und wie man ihn auch präpariert, damit man auch eine hohe Erfolgschance hat, dass der Steckling auch tatsächlich bewurzelt wird. So, der Steckling sollte ungefähr 10 cm lang sein. Ideal ist, wenn ihr irgendwo einen geeigneten Steckling findet, der jetzt vielleicht auch nicht in der Blüte steht oder noch nicht in der Blüte steht. Meine Pflanze ist jetzt frisch gekauft, die ist vorgezogen, deshalb blüht sie jetzt schon im Frühjahr. In der Regel, wenn man die bei uns hier hält und überwintert, dauert es meistens noch etwas länger. Geeigneter Steckling wäre jetzt hier in dem Fall. Wir schneiden das unter so einem Blattknoten dann ab. Und ich würde euch empfehlen, alles was überschüssig ist, wie die Blüte, das kostet nur unnötig Kraft, würde ich dann von der Pflanze entfernen. Genauso auch überschüssige Blätter. Das machen wir jetzt, das kann man auch hier einfach mit dem Fingernagel so abknipsen. Das verhindert einfach nur die Verdunstung über die Blätter. Das heißt, die Pflanze kann mehr Kraft investieren in die Wurzelbildung. Hier auch noch eine Blüten, die wir abschneiden können. Im Prinzip alle Blätter im unteren Bereich entfernen. Hier haben wir auch noch eine Blüte, die sich bilden will. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir möchten Wurzeln und keine Blüten. Und somit machen wir alles ab. Bis auf 2 oder 3 Blätter lassen wir oben dran. Ich würde euch auch immer empfehlen, mehr als einen Steckling zu schneiden. Vielleicht 2, 3, 4. Leider geht immer nicht jeder an. Und den Steckling werden wir jetzt in ein Gefäß mit Anzuchterde geben. So, ich habe hier noch 2 weitere Stecklinge geschnitten, insgesamt 3. Und jetzt packen wir unseren Steckling hier einfach ungefähr 3 cm tief, vielleicht auch 4, in die Erde rein. Drücken es so ein bisschen an, dass die Erde auch schön um unseren Stamm liegt, den kleinen Stämmchen, was wir geschnitten haben. Jetzt gießen wir das noch einmal schön an, so dass es auch wirklich feucht ist. Und wichtig ist auch, dass ihr es jetzt feucht haltet für die nächsten paar Wochen. Ich empfehle dann immer entweder ein Gewächshaus, wenn man keins hat, kann man natürlich auch einfach hier eine Plastikfolie oder Plastiktüte drüber stülpen, das Ganze festmachen. Ihr habt die Möglichkeit, hier auch noch Löcher reinzumachen oder auch am besten einmal am Tag das Ganze zu lüften. Dabei könnt ihr dann auch immer gucken, ob es schön feucht gehalten wird. Wichtig ist jetzt auch, dass eure Stecklinge hell und warm stehen, und nach einigen Wochen sollten sie sich bewurzelt haben. Ihr könnt das immer mal antesten, wenn ihr mal beim Belüften wieder seid und die Plastiktüte abnehmt. Zieht mal vorsichtig an so einem Steckling, und wenn der jetzt nicht so leicht rausgeht wie ihr, wenn ihr merkt, da ist ein Widerstand, dann ist es ein Zeichen dafür, dass sich Wurzeln gebildet haben. Und dann könnt ihr die Stecklinge auch hier aus dem Eimer mit der Anzuchterde rausholen und dann in ein anderes Gefäß umtopfen. So, ich hoffe, dass euch das Video über die Stecklingsvermehrung zum Wandelröschen gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne meinen Kanal, und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!